anfange, wenn es um die Sonne geht, natürlich hier mitten unter der Sonne. Und das wird dann im zweiten Teil, wo sie sich etwas gemütlicher setzen können, wo ich auch Bilder zeigen kann mit Beispielen aus der ganzen Welt, hier nach oben zum Vortragssaal begeben. Was die Sonne, hier sind ja sehr viele Menschen, die auch mit der Sonne Geld verdienen und Geld verdienen wollen. Was die Sonne rein kommerziell kann, ist mir vor 3 Tagen in Taiwan klar geworden. Da hatte mich eine Firma eingeladen, am Mittwoch dieser Woche, einen Vortrag zu halten. Der Chef dieser Firma, Herr Tsai, hat in den 90ern in Stuttgart Solartechnik studiert und ging nach Taiwan zurück und hat vor 4 Jahren eine Firma gegründet, die Photovoltaikzellen baut, also Solarstromanlagen. Der Mann hat nach 4 Jahren 200 Mitarbeiter, jetzt baut er gerade ein neues Gebäude, hat zum Jahresende 400 Mitarbeiter. Bis 2006 werden es 1000 Mitarbeiter sein und bis 2015 10.000. Bis 2020 will er 20.000 Mitarbeiter haben. Und dann habe ich ihn gefragt, wohin liefern Sie Ihre vielen Solarzellen? Dann sagte er zu 96% nach Deutschland. Und anschließend haben mich die Journalisten in Taiwan gefragt, wieso sind die Deutschen so blöd und produzieren ihre Solarzellen nicht selber? Da hat ein Taiwanese in Deutschland gelernt, Solartechnik. Geht nach Taiwan zurück, gründet eine sehr erfolgreiche Firma, übrigens Durchschnittsalter seiner Mitarbeiter, 26 Jahre. Der ist vor 2 Jahren an die Börse. Und meine Damen und Herren, jetzt hören Sie etwas, wo Bill Gates sich drüber wundern würde. Der Mann hat seine Solaraktie, wie gesagt, vor 2 Jahren gegründet. Damals war die Aktie, 2004, 10 Taiwan-Dollar wert. Jetzt, heute, diese Woche, vor 3 Tagen, als ich bei ihm war, war seine Aktie 1200. 120 Mal so viel wert wie vor 2 Jahren. Da sieht man A, was man mit der Sonne kann und B, wenn es in einem Land weniger Bedenkenträger gibt als in Deutschland, Menschen, die rasch auf etwas Neues setzen. Das Land, in dem diese ganze Technik erfunden wurde, Deutschland, schläft geradezu gegenüber dem, was ich in Asien immer wieder erlebe. Ich habe jetzt Ihnen nur ein Beispiel erzählt. Nach meinem Vortrag hat mich dieser Herr Tsai zum Essen eingeladen. Und er hat gesagt, er will mir jetzt eine Geschichte erzählen über den reichsten Chinesen, den es zurzeit auf der Welt gibt. Das ist ein Chinese aus Shanghai, das ist ein Multimilliardär, das ist also dort der Bill Gates in China. Und er hat gesagt, Sie dürfen 3-mal raten, was der produziert. Solarzellen. Der reichste Chinese. Alles deutsche Technik. Aber in Asien jetzt produziert und wir, die wir es erfunden haben, müssen es wieder hierher holen. Das habe ich in China erlebt, das habe ich in Japan, vor einigen Jahren schon ist mir das klar geworden, dass die Ostasiaten es viel schneller hinkriegen, diese Dinge, als wir in diesem etwas lahmarschig, bedenkenträgerisch gewordenen Deutschland. 5 Millionen Arbeitslose reichen offenbar noch nicht, um endlich in die Gänge zu kommen. Das, was Ihr Landrat eben gesagt hat, ist geradezu symptomatisch für Deutschland. Er hoffe und wünsche doch, dass die Bauern die Chancen endlich ergreifen, die wir inzwischen mit Biomasseenergie längst verwirklichen könnten. Meine Damen und Herren, in Brasilien fährt heute jedes zweite Auto mit Biosprit aus Zuckerrohr gewonnen. In Deutschland nicht mal jedes 50. Der Umweltminister von Kuba, der mich gerade eingeladen hat, in Kuba Vorträge zu halten, sagt mir, in seinem Land wird heute 1/3 allen Fahrzeugsprits bereits aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. In Deutschland nicht mal 2%. Obwohl die Technik weitgehend auch bei uns längst bekannt ist, seit Jahrzehnten, könnten wir die Dinge anders machen. Man muss sich natürlich fragen, woran hakt es? Was sind die eigentlichen Gründe dafür, dass die
mit der Natur organisierte Wirtschaft und Energiewirtschaft sich so schwer tut und warum die gegen die Natur, diese Natur zerstörende Wirtschaft, heute noch immer so große Erfolge hat. Es ist einmal die Abhängigkeit der beiden großen Parteien, die seit 50 Jahren Deutschland regieren, von der alten Energiewirtschaft. Das ist das politische Problem, also die SPD und ihre Abhängigkeit von der Kohle, dass im Jahr 2006 noch Kohlesubventionen bezahlt werden in Deutschland, meine Damen und Herren, ist einfach skandalös. Oder die Konservativen in ihrer ganzen Abhängigkeit von der Atomwirtschaft, die jetzt wieder wollen längere Laufzeiten der Atomkraft und dies in Zeiten des Terrorismus, wo jeder vernünftige Mensch, der nur halbwegs bei Trost ist, wissen kann, dass jedes Atomkraftwerk selbstverständlich eine potenzielle Einladung an Terroristen ist. Wer diesen Zusammenhang nicht versteht, meine Damen und Herren, lebt im Wolkenkuckucksheim, aber kann niemals verantwortliche Politik auf dieser Erde machen. Wir brauchen weder Atom, noch Öl, noch Gas, noch Kohle, wenn wir die Dinge richtig machen. Und wir zerstören dann auch nichts mehr. Und wir hinterlassen unseren Kindern nicht mehr die schrecklichen Folgekosten, die wir heute produzieren. Ich will Ihnen mal eine Berechnung der Münchner Rückversicherung erzählen, die deutlich macht, was bei uns heute falsch läuft. Die Münchner Rückversicherung hat ihre Chefmathematiker vor einiger Zeit mal angewiesen, die Münchner Rück ist die größte Rückversicherung der Welt, die müssen immer die Naturschäden bezahlen. Also die Hurricanes und die Zyklone, die überall mehr zuschlagen. Ich habe jetzt in China einen Film gesehen, da haben Klimaforscher vorausgesagt, in diesem Jahr wird die Hurricane-Saison noch schlimmer zuschlagen als im letzten Jahr. Sie wissen, New Orleans ist fast verschwunden vom Erdboden. Über 100 Milliarden Dollar Schäden nur in New Orleans durch den Hurrikan Katrina. Und es war nur einer. Also die Chefmathematiker der Münchner Rückversicherung haben ausgerechnet, dass sich die Naturschäden in den letzten 30 Jahren verachtfacht haben. Weltweit. Und dann haben die mal geguckt, wenn diese Entwicklung so weitergeht, also wenn wir weiterhin auf Kohle, Gas und Öl setzen und den Treibhauseffekt produzieren, wo sind wir bis zum Jahr 2050? Ergebnis dieser Berechnungen der Chefmathematiker der Münchner Rückversicherung. Wenn wir die Energiepolitik nicht in ganz kurzer Zeit zu 100% ändern, dann wird schon Mitte des Jahrhunderts das Gesamtbruttosozialprodukt der ganzen Menschheit nicht mehr ausreichen, um nur noch die Naturschäden zu finanzieren. Das heißt, wir schaffen nur noch zur Finanzierung der Naturschäden. Welche Welt hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern? Ein Freund von mir schreibt gerade ein Buch, das hat den furchtbaren Titel Ich möchte nicht mein Kind sein. Ich fürchte, er hat recht. Meine Damen und Herren, ein Liter Sprit, den wir heute in unserem Auto verfahren, belastet und verseucht 10.000 Liter Luft. Ein Liter Benzin. Dabei könnten wir längst das Ein-Liter-Auto gebaut haben. Bitte, für eine meiner Fernsehsendungen sind die beiden VW-Bosse, Herr Piech und Herr Bischitzrieder, von Wolfsburg nach Hamburg gefahren mit einem Ein-Liter-Auto. Spritverbrauch der beiden Bosse von VW für unsere Sendung 0,89 Liter auf 100 Kilometer. Warum bauen Sie das Auto nicht? Warum wird es nur just for show der Presse vorgeführt und fürs Fernsehen gefahren? Warum kommt das nicht auf den Markt? Offenbar haben sich die Ölscheichs nicht zufällig bei den deutschen Automobilfirmen eingekauft. Aber sind wir denn da für das Wohl der Ölscheichs zu produzieren oder für das Wohl unserer Kinder? Oder nehmen Sie die Bilanz eines anderen Konzerns, der viel mit Energie zu tun hat, von dem früheren Vorstandschef von Daimler Chrysler. Sie wissen, der Vorstandschef von Daimler Chrysler musste vor einigen Monaten zurücktreten. Erfolgsbilanz, das ist ein Schremp. Er war 10 Jahre Chef, er hat in diesen 10 Jahren bei Daimler Chrysler 58.000 Menschen entlassen. Er hat seinen Konzern um 62 Milliarden Euro ärmer gemacht und für diese Heldentat 45 Millionen Euro kassiert. Deutschland heute.